Hallo Leute, der Sororero ist wieder zurück mit der nächsten Folge Elden Ring. Und ich frage mich gerade, wo ich hier gelandet bin. Aber wenn man die letzte Folge ganz bis zu Ende geschaut hat, dann weiß man, dass ich ein Portal benutzt habe und dabei ist das Spiel abgestürzt. Und offensichtlich hat das Portieren geklappt und ich bin hier gelandet. Und jetzt werden wir uns hier halt mal umgucken. Und wenn nicht, dann halt nicht. Was läuft denn da runter? Okay, auf jeden Fall schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, es macht dir Spaß. Ich hoffe, es gefällt dir. Dann freue ich mich natürlich über ein Like. Gerne auch einen Kommentar schreiben, wenn du irgendwelche Tipps und Hinweise für mich hast. Zum Beispiel, ob ich hier runterspringen sollte. Nein, sollte ich definitiv nicht. Dann sterbe ich nämlich. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst, oh, isolierter Hellerturm, oder mich unterstützen willst, oder beides, dann lass mir doch ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. So, jetzt gucken wir in den isolierten Heiligen Turm, der absolut fest verschlossen ist. Absolut fest verschlossen. Okay, damit sind wir hier zu Ende. Wir gucken. Das sieht ein bisschen komisch aus da oben. Soll das so? Wer weiß. Wir sind da. Also ziemlich weit weg von dem hier. Und jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir gehen erstmal hier zum Straßenbalkon. Ich habe ja da noch so einen Bereich noch nicht erkundet. Das heißt, den machen wir jetzt mal. Hier unten war ich jetzt schon. Genau, das hatte ich gemacht und bin dann da hoch. Ich vermute mal, da müssen wir auch nochmal hoch, aber da können wir einfach per Schnellreise dann hoch. Und hier kommen wir wieder raus zur Straße. Wo ich noch nicht war, ist hier hoch. Und das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Ich weiß, dass da ein paar Gegner auf mich warten. Wow. Da waren schon mal ein paar Gegner. Manometer. Könnt ihr einen nicht mal in Ruhe lassen? Schmiedestein 4. Okay. So, dann sind wir hier. Kommen wir hier rein? Nee. Nur was immer da runter tropft. Hier waren wir ziemlich am Anfang mal. Hier sind aber eine Menge Gegner. Huiuiui. Und ich habe definitiv nicht mehr allzu viele Pfeile. Hallo? Das war ein gemeiner, hinterhältiger, von hinten Angriff. Wie geht denn so? Was soll denn das hier? Das war der andere Typ hier. Wie auch immer, der so schnell da runter. Naja, vielleicht andere Seite einfach. Okay. Das Gefühl, hier oben war ich auch noch gar nicht. Zwei gleich. Super. Einen mit Bogen. Wo ich natürlich daneben schieße. Hallo? Na, ich hatte es geahnt. Und bei der Menge an Pfeilen, die ich gerade habe, ich nehme nicht allzu weit. So. Das waren alle meine normalen Pfeile. Dann warten wir mal, bis er weiter herkommt.
dass wir nicht da so lange den Pfeilen ausgesetzt sind und rumrollen müssen. Ja, ist ja gut, kann's aufhören. Genau, der geht auch darunter. So, da kommt noch einer. Ich überlege halt, ob ich gerade diese Richtung mache oder die andere. Ist ja tatsächlich was. Hehe, gut versteckt. Goldene Rune 8. Nix. Aber ich habe das Gefühl, hier gibt es in diese Richtung und das wäre eher Richtung weiter, Boss, keine Ahnung. Okay, wir schauen mal. Da sind noch mehr. Super. Wisst ihr was? Wir machen mal kurze Reise zu meinem Lieblingshändler und kaufen uns wieder ein paar Pfeile. Weil, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt vielleicht sogar aufgefüllt sind. Nee. So, das heißt, gucken wir erstmal kurz nach, dass wir wieder Pfeile kriegen, weil... Kann mal kurz gucken, ob wir irgendwas zum Verkaufen haben. Schwert der Getreuen kann weg. Adligen Schwert brauchen wir auch nicht zweimal. Auch weg. Hier, den haben wir. Die Axt haben wir auch doppelt. Einiges doppelt. Ich überlege gerade, ob ich noch ein Level-Up einfach mache. Runen verkaufe für ein Level-Up. Soldatenarmbrust. Rotholzkurzbogen kann auch einer weg. Schimmersteinstab habe ich auch zweimal. Wo habe ich das alles herbekommen? Was ist das hier? Karianischer Schimmersteinstab, okay. Nee, verkaufen. Jetzt wollte ich noch hier die Sachen durchgucken. Nee, das sind verschiedene Sachen. Vielleicht mache ich das noch im Off nochmal hier. Nee, das sind auch verschiedene. Sieht gleich aus, aber ist verschieden. Aristokratenkleidung habe ich doppelt. Den auch. Also wir haben jetzt schon 55.000. Ich denke mal fast, ich verkaufe einfach noch ein paar Runen. Das kann ich ja machen. Huch. Ne, warte mal, wo sind die? Da sind die. Ich dürfte genügend haben. Hier guckt mal sogar. Heldenrune 1, Heldenrune 5. Fürstenrune. Uiuiui. Wir machen mal die goldene Rune 11. Verkaufen wir mal komplett. Und die hier, wie viel brauchen wir denn? Reicht es? Gucken wir mal kurz. Status. Nein, ich brauche so 4.000 mehr verkaufen. Ich brauche noch ein paar mehr, weil ich habe auch noch keine Pfeile gekauft. Also braucht man noch ein bisschen mehr. Machen wir mal hier zwei Stück von. Achso. Ich wollte doch noch Pfeile kaufen. So.
Und auf jeden Fall mehr Pfeile kaufen, die kann man dann ins Lager packen, das ist ganz sinnvoll. Die werden dann automatisch ins Lager gepackt. Und oder in die Truhe oder wie auch immer. Und dann kann man, wenn man rastet am Ort der Gnade, werden die automatisch wieder aufgefüllt. Oder auch wenn man stirbt. Weil man ja dann automatisch am Ort der Gnade kommt. So, gut. Das mal schnell, schnell gemacht. Und dann gucken wir mal, dass wir wieder zurückgehen. Jetzt müssen wir da nochmal neu lang. Straßenbalkon und natürlich auch die Gegner neu machen. Aber ich habe zumindest wieder Pfeile. Und ich überlege jetzt gerade wirklich, in welche Richtung ich gehen soll. Ob ich in die Richtung, also ob ich wirklich erst da lang gehe. Oder erst dann da lang gehe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es noch nicht. Beziehungsweise, wo waren wir denn noch? Befestigtes Anwesen, das war das. Das war die Götterbrücke. Die untere westliche Hauptstadtwall. Man muss gerade mal kurz überlegen, wo das war. Ob man von davon erstmal weitergeht. Es war da oben drauf. Kam ich da noch weiter runter? Nee, ich glaube, dann kam ich nur hier runter, oder? Wow, die haben ja hier Kugeln. Die haben ja so eine Kugeln. Sind geschützt. Okay. Na gut. Nächstes Mal muss man die doch wieder ein bisschen einzeln sich rausziehen. So wie den hier. Was mit dem anderen? Kommt der auch? Offensichtlich nicht. So, jetzt nochmal das Ganze hier lang. Ja, wir gehen jetzt hier lang, was soll's. Hey, ich stand doch hinter dem. Warum habe ich da nicht getroffen? Ach, Mano. Was immer das da vorne ist für ein Vieh. Sieht sehr komisch aus. Gucken wir mal, ob wir den Kopf treffen. Kopf gibt meistens. Na. Ach. Mehr Schaden. Okay. Was immer da mit dem Hals einmal los ist. So, wupp. Wump. Und weg. Und nette Anzahl an Runen. Ah,
Aber dann war es das hier offensichtlich, oder? 8, 11, Dunkelschmiedestein 5. Mal kurz eine Lampe an, ob man hier irgendwas sieht. Okay, ich weiß, wo ich bin. Ich bin relativ wieder am Anfang. Lampe wieder aus. Boah! Der hat mich fast getötet. Gibt's ja wohl nicht. Schweinebacke. Da ist nämlich noch so einer. Ich hau mal wieder gegen den gegen die Wände. Ach. So, das lief doch mal besser hier. Der gab aber richtig Ruhen. Der hatte glänzgoldene Augen. Das hatte richtig Ruhen gebracht. Wenn ich mich jetzt erinnere, können wir hier lang und hier lang und da gab es auch noch einen und dann sind wir da unten bei der Straße. Bevor wir den machen, machen wir aber erst. Den hier. Warum haut der dann nicht? Boah. Okay, ich bin jetzt wieder unten an der Straße, aber ehrlich gesagt habe ich jetzt so viel Heilflaschen verbraucht, dass ich wahrscheinlich nochmal vom Ort der Gnade hier anfangen kann. Der ist nämlich gleich hier. Dann in die andere Richtung gehe, weil, ganz ehrlich, es war ein bisschen viel Heilflaschen jetzt insgesamt. So, sind wir da aber nochmal runtergekommen. Wie viel haben wir denn? 18.000, okay. So, also hier wieder hoch. Die hier. Mache ich die? Ja. Das gibt's doch nicht. Sprießendes Höhlenmoos, alles klar. Sonst noch Wünsche? Nein, na dann heute nicht. So, dann machen wir wieder erst den da. Das kennen wir ja schon.
Hast jetzt davon. Okay, und jetzt müssen wir diesen einen Typen da erledigen mit dem Pfeil und Bogen. Das hat ein bisschen gedauert am Anfang. Also da waren wir. Das ist der mit der Lanze. Wir nehmen auch zuerst den mit der Lanze. Der läuft nur schief, dann treffe ich nicht. Müssen warten, bis der irgendwie gerade ist. Der andere hat schon auf mich geschossen. Ach, das war der Pfeil hier. Okay. Na komm. Mit nur einem Heiltrank hier durch. Das ist doch mal gar nicht so schlecht. Finde ich jetzt. Ich finde das ganz in Ordnung. So, jetzt gibt es hier zwei. Die sind hoffentlich etwas einfacher. Ja. Das ist, du drückst, fokussier mal den Gegner und der boah. Du drückst fokussiert an den Gegner und ganz oft habe ich's, dass ich mich irgendwo hindrehe. Dass er sich irgendwo hindreht. Komplett unlogisch ist. Wirklich komplett unlogisch ist. Ich nicht weiß, warum er das macht. Da unten ist auch noch was. Hier rein geht's auch nicht, oder? Nee. So, wir sind schon wieder bei etwas über 20 Minuten. Da sind es definitiv noch ein Gegner. Und da ist noch einer mit so einer langen Lanze. Wieder. Fokussieren gedrückt. Den hat er aus irgendeinem Grund nicht genommen. Sondern stattdessen sich wieder irgendwie zur Seite gedreht. Ach mal. Da war ja eine Reaktion wie ein Knäckebrot hier. Goldene Rune 13, da sind noch mehr. Hihi. Entschuldigung. Aber das hat gut funktioniert. Da könnte ich runter, vermutlich. Ne, das ist zu weit, oder? Und. Jo. Keine Ahnung. Hinter ist irgendwas. Kann man noch einsammeln? Befleckte goldene Sonnenblume. Das ist ein Löwenvieh, oder? Kann ich das anschießen? Hua!
Boah! Ja, hallo. Schade. Jupp. Dunkelschmiedestein 6, Bestienblut, alter Reißzahn. Okay. Hat funktioniert. Haben bekommen. Da geht's irgendwie hin. Da oben war ich schon drauf. So viel weiß ich. Und hier geht's runter. Wahrscheinlich ist das diese Straße hier, genau. Die ich auch noch machen muss. Aber da kann ich tatsächlich von dem Ort der Gnade eigentlich relativ entspannt lang gehen. Heldenrune. Ein bisschen Licht hier. Super. Alles klar. Brücke kaputt, würde ich sagen. Das da drüben. Ah, da war ich schon. Da war ich schon. Und dann kommt man irgendwie noch da runter. Da war ich noch nicht. Gut. Dann gehen wir jetzt mal noch unten auf die Straße und gucken uns das noch an. Das sollte ja hoffentlich dann machbar sein. Und ich glaube, dann ist auch Zeit, diese Folge zu beenden. Gruppe voraus. Da ist nichts zu sehen. Da ist irgendwas zu sammeln, aber sonst auch nichts zu sehen. Okay. Goldene Rune 8. Na, ich könnte natürlich sein, dass es oben gemeint ist. Aber da waren wir ja jetzt schon. Okay, wo geht's da noch hin? Mal kurz von hier gucken. Da geht's durch. Aber hier ist tatsächlich die Straße. Da hoch müsste man auch noch gucken. Okay. Das ist so viel. Hier ist noch irgendwas mit Bogenschütze. Großpfeil, 5 Großpfeile. Okay. So ist das mal schön. Ich dachte, da sind Sonnenblumen, aber sind gar keine. Aber hier gibt es sonst nichts mehr, oder? Außer
Hier gibt's nichts mehr. Es geht nicht weiter und dann natürlich geht's noch weiter. Ist völlig absurd. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das ist doch unglaublich. Dieses Spiel. Ah, ich weiß, wo ich bin. Hier unten ist ein Ort der Gnade drin. Und da läuft dieses Vieh rum. Das hatte ich schon mal. Da vorne gibt es eine Leiter. Und dann gibt es nämlich offensichtlich, Spiel, hier nicht rumspinnen, offensichtlich hier noch eine, so, irgendwelche Sachen unten drunter. Guck mal, zum Beispiel das da. Ich sehe es noch nicht. Ich will nur nicht runterfallen. Aber ich krieg's auch nicht. Okay, ich glaube, das funktioniert nicht. Okay, das lassen wir für wann anders. Diese Riesenhände. So, jetzt waren wir. Warte mal, wir waren hier, hier. Hier vorne haben wir den gemacht. Hier ist jetzt die Straße. Die gucken wir uns jetzt noch an. Da oben sind natürlich wieder Wächter, aber hier ist sonst erstmal nichts mehr. Also Pfeil und Bogen. So, ist die Frage, kommt nur einer? Ja. Kommt nur einer. Quatsch. Dann nehmen wir mal den anderen noch. Und dann ist ganz oben noch einer. Und das reicht dann, glaube ich, auch erstmal. Der ist ein bisschen vorsichtiger. Der weiß nämlich, was ihm blüht. Und das ist der mit so einer Lanze, oder? Und wenn es gut läuft, dann läuft es mal gut. So, okay. Ich würde mal sagen, goldene Rune, noch eine goldene Rune, 12. Und hier gibt's Hebel voraus benötigt. Okay, wie auch immer. Irgendwo hatte ich einen Hebel gefunden, wo ich keine Ahnung hatte, was der bedeutet. Und den konnte ich auch nicht ziehen. Ich mache jetzt hier auf jeden Fall erstmal Schluss. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute.